Er ist eine Legende in unserer Redaktion und ein sehr geschätzter Kollege. Kurt Grenn, unser Reporter im Südburgenland. Nach 43 Jahren geht er in Pension. 1979 hat er seine Beiträge noch auf Kassette und Tonband aufgenommen und bei Wählämtern mit einem Posttechniker nach Eisenstadt überspielt. Heute, an seinem letzten Arbeitstag, war er zu Gast im Mahlzeit Burgenland und stand nicht hinter, sondern heute ausnahmsweise vor der Kamera. Als rasender Reporter hat er 4 Jahrzehnte lang souverän und professionell vor und hinter der Kamera gearbeitet und sich auch bei Live-Einstiegen sympathisch gekonnt, nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und wie man sieht, tut sich hier wirklich noch sehr, sehr viel. Ja. Es wird heute also eine sehr feuchtfröhliche Nacht heute hier in Oberwart noch werden. In Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner spricht Kurt Grenn heute an seinem letzten Arbeitstag darüber, wie sein Leben ab morgen aussehen wird und natürlich auch über 43 Jahre als Journalist im Burgenland. Ja, es war eine schöne Zeit, es war auch eine sehr stressige Zeit, wenn ich so zurückdenke. Wir haben begonnen mit einem Kassettenrekorder zu produzieren, später haben wir die Beiträge überspielt über Wählämter und so weiter. Es war sehr, sehr aufwendig, heute wird das alles digital gemacht. Wir haben eine Außenstelle in Oberwart, das hat uns die Arbeit im Landessüden natürlich wesentlich erleichtert. Besonders in Erinnerung bleiben werden die Dreharbeiten 2015 während der Flüchtlingswelle. Ich war da in Heiligenkreuz stationiert, musste alle 2 Stunden dafür die Zeit im Bild Live-Einstiege machen. Das war natürlich sehr, sehr aufregend, vor allem dann, wenn der Interviewpartner noch nicht da war und ich schon im Bild quasi war. Im Landesstudio Eisenstadt sind alle Kollegen jedenfalls rechtzeitig da, um den lieben Kollegen nach mehr als 40 Jahren Zusammenarbeit würdig zu verabschieden. Wir werden uns immer an Kurt Grenn erinnern, wir werden uns an seine tausenden Geschichten erinnern, wir werden uns an seine Professionalität, an seine Dynamik, an seinen Humor erinnern. Wir werden uns an exquisite Geschichten erinnern, wie der Fotoclub Limbach, in dem er im Rotlichtmilieu zu tun hat, aber nicht nur das, sondern Kurt Grenn ist einfach ein ganz toller Kollege, er ist ein ganz toller Journalist und er selbst hat heute in Mahlzeit auf die Frage, was ihn ausmacht, gesagt, Neugierde. Neugierde bleibt auch in der Pension ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens. Also einen Pensionsjob gibt es sicher nicht. Ich habe zu Hause einen kleinen Bauernhof, da gibt es jede Menge Arbeit und auch ein Kurzurlaub wird wahrscheinlich demnächst auf dem Programm stehen. Drehschluss für die Reporterlegende aus dem Südburgenland, die sich jetzt voll und ganz ihrer Familie und dem Bauernhof als Mini-Versorger widmen kann. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute. Hallo, pfiat euch! Ein wenig schwer fällt uns dieser Abschied, lieber Kurt. Wir wünschen dir alles Gute für deine Pläne. Ich glaube eher im Unruhestand.